Mahlzeit, ihr Lieben. Ja, ich bin heute ein bisschen am Basteln. Ihr wisst ja, dass ich mir einen Benzinkocher besorgt habe. Also, beziehungsweise mein Juwel 34 Koffer. Das ist dieser alte hier. Und mit dem war ich ja jetzt auf Tour. Ihr seht schon, der ist schon ein bisschen vorbereitet. Ich war mit denen auf Tour und ich war so begeistert von dem Ding. Das hat mich wirklich gut versorgt und ich habe ja auch schon in dem Video davor gesagt, dass ich den quasi weiter benutzen möchte und das werde ich jetzt auch. Und weil ich den Kleinen so mag, habe ich mich dafür entschlossen, den zu entrosten und mit einem Hitzeschutzlack neu zu lackieren. Ja, und das will ich heute mal machen. Und wenn euch das interessiert, bleibt dran und ansonsten wie immer weiterklicken. Ja, nicht viel Gelaber, diesmal mehr machen. Bis später. Ja, ein bisschen, ein paar Teile muss ich jeden Teil von Hand machen, weil ich da mit der Maschine nicht reinkomme. So, den Rest fange ich jetzt an mit der Maschine zu machen. Und, ja. Ich denke, dass ich den noch ganz gut sauber bekomme. Geh mal rein. Muss man auch dran denken, ne? Jo, kurze Kaffeepause. Ja, was weiß ich. 5-6 Grad haben wir. Also ein bisschen kälter. Vorteil davon ist, dass ich den jetzt komplett auseinandergenommen habe. Ich sehe, wie simpel die Technik ist von dem Ding. Da kann nicht viel dran kaputt gehen. Da kann ein Docht kaputt gehen und die Düse verstopfen. Und der Tank kann irgendwann mal durchrosten. Aber das ist hier, wird hier mit Sicherheit nicht der Fall sein bei dem. Also im Endeffekt haben wir hier echt ein System. Ist schon echt genial, dieses kleine Ding, muss man echt sagen. Und das ist für mich so, wie gesagt, ich stehe auf so alte Klamotten, das ist ein bisschen erhaltenswert, finde ich. Vor allen Dingen groß ist er auch nicht im Format, wenn ich mir das mal so angucke. Das hier ist eine 400 Milliliter Tasse, ne? Der ist echt gerade ein bisschen größer im Durchmesser als die Tasse, hier. Und das System an sich, ich weiß nicht, ich mag ihn irgendwie. Und deswegen, dadurch, dass ich den jetzt auseinandergenommen habe, sehe ich einfach nochmal wirklich, wie einfach das ist. Das ist hier im Endeffekt ein kleines Gewinde, hier ein Sicherheitsventil in dem Deckel drin und ein Druckbehälter, der auch wirklich sehr dick gefertigt ist. Also jetzt sehe ich das erstmal wieder richtig, wie groß die Materialstärke hier ist. Das ist echt krass. Jo. Freue mich auf jeden Fall. Ich werde den jetzt hier noch säubern und ja, dann schauen wir mal, was da rauskommt. Ich möchte den Tank von innen noch ausspülen, weil der hier durchaus
Ja, fängt die Kamera nicht ein. Aber ich sehe es, der hat eben halt Schmuck von innen. Und den möchte ich auch noch rausholen. Sprich, da werde ich eine Zitronenlauge dran anfertigen. Deckel drauf, schütteln, schütteln, schütteln. Nicht komplett füllen und immer wieder schütteln. Und dann schaue ich mal, wie sauber das wird. Jo, die Lauge habe ich vorbereitet. Man sieht, ein bisschen warmes Wasser. 60, 80, 80 Grad war es. Ich fülle das jetzt in den Kocher. Und dann Handschuhe, weil der Kocher natürlich warm wird und das immer nicht. Das halte ich zu und dann schütte ich mal die Suppe. Jetzt mal hier raus. Ich glaube mal, ihr seht die Suppe. Ne? Naja. Jetzt werde ich das Ganze wieder auf Maximum auffüllen. Und das befüllen. So. Und dann werde ich das Ganze, sag ich mal, ungefähr 10 bis 15 Minuten ausholen. Und Zitronenlauge ist eben halt entrostend für Stahl und Messing. So. Und doch ganz leicht entfernt. Jetzt kann das auch erstmal sich schön reinigen. Seht ihr die kleinen Partikel da drin? Das ist definitiv schon Dreck, der sich da löst. Ja, die Teile werden, bevor ich sie lackiere, noch mit Ethanol gereinigt, damit die fettfrei sind, so gut wie. Und dann werde ich lackieren. Arbeiten sind erstmal abgeschlossen. Bin mit dem Ergebnis ganz zufrieden. Ja. Schimmer an sich kommt ein bisschen vom Austrocknen noch. Aber ansonsten ist ganz gut geworden. Schauen wir mal, wenn das in einer Stunde trocken ist. Habe mit meinem schönen neuen, in Anführungsstrichen neuen, restaurierten Juwel 34 mir ein Käffchen gekocht. Das Ganze hat so, sagen wir mal, 5 Minuten gedauert. Ist aber so für mich so eine Art, ich zelebriere es. Ich freue mich darüber, dass dieses Ding jetzt wieder so gut wie neu aussieht. Ich muss gestehen, ich habe auch noch eine Ladung neuer Juwel 34 bekommen. Die möchte ich sehr wahrscheinlich weiterverkaufen. Einen werde ich noch im Neuzustand behalten. Ja, aber dennoch bin ich froh, dass dieser Kocher hier wieder eine richtig schöne Optik bekommen hat. Und ja, fängt damit an, dass ich eben halt zufrieden bin mit der Optik, die jetzt wirklich wieder, ja, man kann sie fast als neu bezeichnen, die jetzt wieder da ist. Und dadurch habe ich eben halt, ich glaube, wieder sehr viel Spaß an diesem Teil. Ich habe auch dieses Döschen hier quasi neu lackiert. Sieht auch wieder richtig schön aus. Von innen wie von außen. Das Werkzeug selber ist jetzt nicht gereinigt worden, aber wie gesagt, die Dosen sind wieder schön.
Dann habe ich hier das Set ein bisschen erweitert durch ein Feuerzeug. Ja. Aber kein Vergleich mehr zu vorher. Ihr wisst, wie der Teil vorher aussah. Und ja, der Hitzelack hält. Keinerlei Probleme bis jetzt. Ich habe jetzt schon außerhalb der Kamera natürlich ein paar Mal ausprobiert, ob der Lack hält oder ob mir das Ganze abfackelt. Alles wunderbar. Jo, hier der süße Kocher. Ja, Fokus kommt. Ja, ja, man erkennt die Farben schön. Alles auch unten drunter wieder ohne Rost. An sich sehr, sehr schön geworden. Gefällt mir. Das hier zum Vorglühen habe ich noch weiter übernommen, weil sich das wirklich bewährt hat. Ist eine super Idee. Ja, ansonsten, ihr seht, wie der Teil aussieht. Ich freue mich. Ja, ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Ich habe mich hier so ein bisschen um diese alte Technik gekümmert, habe die wieder auf Vordermann gebracht und habe dabei jetzt wieder viel Spaß, denke ich. Ja, ihr werdet das Teil mit Sicherheit in Zukunft auch noch auf meinen Touren sehen, weil ich habe mir zwar einen anderen Kocher bestellt, aber ja, ganz ehrlich, ich denke, ich werde den zurückschicken. Weil ich glaube nicht, dass ich mehr brauche, als wie dieses kleine Teil. Jo, das war's mit dem Video. Und ich danke euch für eure Zeit. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Bis zum nächsten Video. Macht's gut.